Hallo und herzlich willkommen bei Gekonnt Wirken, die Image Akademie. Ich bin Janine Katharina Pötsch und unterstütze leitende Angestellte sowie Unternehmer und Unternehmerinnen, sich stilsicher auf jedem Business-Level wirkungsvoll zu präsentieren. Heute habe ich wieder einen ganz, ganz wichtigen Tipp für Sie dabei, und zwar zu dem Thema: So gehen Sie gezielt und richtig Kleidung einkaufen. Weil der Frühling steht ja jetzt vor der Tür. Und es macht dann wieder Spaß, einkaufen zu gehen. Vielleicht kennen Sie das auch. Also viele meiner Kunden stehen dann oft davor und sagen: Ach, Frau Pütsch, die Läden sind immer alle so voll und ich habe echt keine Lust und keine Zeit, mich da so intensiv damit auseinanderzusetzen. Kennen Sie das auch? Mir geht es teilweise auch so, aber ich habe natürlich inzwischen in meiner Expertise sozusagen diesen Röntgenblick entwickelt, dass ich da ja in 2 Stunden halt durch bin und für meine Kunden dann natürlich auch wunderschöne Outfits zusammenstellen. Aber damit auch Sie das schaffen, nutzen Sie einfach jetzt die Tipps, und ich werde noch den Blogbeitrag dann unten unter dem Video verlinken. Tipp Nummer 1 ist erstmal: Nehmen Sie sich wirklich genügend Zeit für den Kleidungskauf. Was meine ich denn jetzt damit? Gehen Sie bitte nicht am Samstag, oder geht ihr bitte nicht am Samstag einkaufen, weil es in wisst ihr selber, dass die Stadt überfüllt, es macht keine Zeit und führt dann eher zum Frust als zum Lustkauf. Ich gehe zum Beispiel immer super gerne Montagmorgen um 10 Uhr einkaufen. Da kann man nochmal schöne Kaffee trinken gehen, da kann man sich entspannen. Und dann macht es einfach echt Spaß. Und dann geht man da 2 Stunden einkaufen und belohnt sich dann hinterher vielleicht mit einem leckeren Mittagessen. Tipp Nummer 2: Stylen Sie sich auch wirklich. Also einkaufen ist wie ein Date mit sich selber, um sich wieder was Neues zu gönnen. Haben Sie das schon mal gemacht oder habt ihr das schon mal ausprobiert? Wahrscheinlich nicht. Aber es ist ganz wichtig, schicke Unterwäsche anziehen, sich auch zu schminken als Frau und sich wirklich auch bequeme Schuhe anzuziehen und bequeme Klamotten, die man dann ganz schnell an- und ausziehen kann. Und ich gebe euch noch einen super Tipp dazu. Dann probiert das doch einfach mal aus, wenn ihr zum Beispiel eine Hose habt und ihr sucht einen passenden Blazer, oder ihr habt einen Blazer und sucht eine passende Hose, dann zieht das einfach an. Sieht es vielleicht ein bisschen blöd aus mit dem falschen Unterteil, aber das Ziel ist ja, das richtige Ober- oder Unterteil zu finden. Und so wird es natürlich auch wesentlich leichter, weil ihr visualisiert das ja, und dann kommt das im Laden sozusagen automatisch auf euch zu. Also beim Zeitthema nochmal eins dazu: Ihr müsst natürlich auch mindestens 2 bis 3 Klamottenläden gehen, in einen Laden. Wenn ihr Glück habt, findet ihr vielleicht alles, aber nehmt euch wirklich 2 bis 3 Stunden Zeit, dann habt ihr auch die Liste auf Höhe. Dann kommen wir gleich zum Tipp Nummer 3: Kaufen Sie mit Köpfchen. Strategieplanung, was meine ich denn jetzt damit? Das heißt wirklich wie beim normalen Wochenendeinkauf, dass ihr euch wirklich eine Liste macht. Dass ihr einfach mal wirklich den Kleiderschrank Step by Step durchgeht. Was braucht ihr überhaupt? Meine Kunden zum Beispiel, wenn ich bei meinen Kunden den Kleiderschrankcheck mache, dann bekommen sie immer eine Einkaufsempfehlungsliste. Da steht dann alles drauf. Was brauche ich zum Beispiel für Bläser, für Mäntel, für Anzüge, für Oberteile, Blusen oder Hemden? Was brauche ich für eine Accessoires? Was fehlt mir noch vielleicht an Schuhfarben? Was fehlt mir an besonderen Highlights, um meine Marke ich halt hervorzuheben? Das ist wirklich total wichtig, dass man da einfach mal durchgeht, weil ganz ehrlich, wer hat denn nicht, wie viele Menschen, die ich kenne, vielleicht schon 10 weiße Blusen oder 10 weiße Hemden im Kleiderschrank und immer so das Gleiche und Langweilige, dass man wirklich sich mal überlegt, was brauche ich überhaupt? Und es geht natürlich am besten, wenn man vorher mal ein Stilprofil gemacht hat und genau weiß, was braucht man überhaupt. Dann ganz wichtig, Tipp Nummer 4: Selektiert im Vorfeld Marken, Labels und Boutiquen. Wenn man einmal zufrieden ist mit einer Jeanshosenmarke oder mit einer Blazer- oder Hemdenmarke, dann bleibt bitte dabei, weil in der Regel funktioniert das dann die nächsten 3 bis 5 Jahre, solange wie der Designer nicht diese Marke verlässt. Ich habe viele Jahre in der Modebranche gearbeitet und weiß, wovon ich rede. Viele Marken sind leider dadurch auch pleite gegangen, weil sie sich nie mal eine Zielgruppe angepasst haben, sondern versucht haben, die Zielgruppe darüber oder die Zielgruppe darunter zu bedienen. Und das ist von den Schnitten natürlich totaler Bullshit. Dann kommen wir auch bei dem nächsten Thema schon. Tipp Nummer 5: Achtet wirklich auf die Passform. Was meine ich denn jetzt damit? Dass ihr euch wirklich die Zeit nimmt, dass ihr das Teil wirklich intensiv ausprobiert und mal schaut, das zumacht, euch auch mal hinsetzt, überlegt: Sitzt das wirklich? Fühle ich mich wohl? Könnte das zu weit sein? Könnte das zu eng sein? Kratzt das vielleicht? Fusselt das? Fühle ich mich so. Es gibt ja so Stoffqualitäten, da fühlt man sich einfach total unwohl. Und das wird nicht nur im Laden so sein, es wird auch nach dem ersten Waschen so sein. Und wenn ihr da bestimmte Allergien auf irgendwelche Stoffe habt, dann nehmt die Finger davon weg. Dann lasst das einfach, weil ich kenne ganz, ganz viele Menschen, die sagen: Na ja, gut, das war jetzt nicht so teuer. Bleibt es halt im Schrank liegen, irgendwann ziehe ich schon an, irgendwann passt das schon, oder ich schenke es meiner
Freundin oder meinem Freund, ah, das ist Quatsch, das ist schon wieder rausgeschmissenes Geld und Zeit, die ihr dann wieder verliert, wenn ihr das zum Beispiel umtauschen müsst. Dann kommen wir auch zum nächsten Tipp. Achtet wirklich auf die Qualität. Also das ist total wichtig. Man muss jetzt nicht Bläser für 1.000 € kaufen, das ist auch totaler Quatsch. Aber das ist wirklich ein hochwertiges Material ist, dass die Knöpfe gut verarbeitet sind, dass die Nähte gut verarbeitet sind, dass wenn zum Beispiel eine Stofftextur dort ist, dass die Muster auch wirklich also symmetrisch auch angeordnet sind, dass man genau sieht, dass das total sauber verarbeitet ist. Das ist halt leider bei günstigen Marken nicht so. Wie soll das auch sein, wenn es einfach in der schnellen Massenqualität halt hergestellt wurde? Dann ist auch ganz wichtig, da lebe ich auch immer ganz oft, habe ich früher gemacht, heute nicht mehr. Tappt einfach nicht in diese Schnäppchenfalle. Ja, jetzt ist jetzt runtergesetzt. Das sind meistens solche Ladenhüter, also die in den Laden vielleicht auch schon ein oder zwei Saison dort liegen und nicht verkauft werden. Manchmal hat man Glück bei Schnäppchen, aber in der Regel sind das dann immer solche Schnappschussaktionen, wo man wieder das Problem hat, man hat zu Hause ein Oberteil und ein Unterteil, das passt halt einfach nicht dazu. Und not last but not least, der wichtigste Tipp ist einfach, achtet wirklich auf die Farben. Da empfehle ich euch wirklich, wenn ihr eure Farben noch nicht kennt, investiert mal in eine professionelle Farbberatung, dass ihr wirklich wisst, was sind eure Basics-Farben, was sind eure Accessoire-Farben, was sind eure Highlight-Farben, weil die Farben ändern sich in jeder Modesaison. Ich habe jetzt mal hier den aktuellen Farbkatalog mitgebracht, wo so ein bisschen hier, man könnte mal schauen, so die Farben jetzt für 2019 drin. Das sind so ein bisschen und Tintenblau, das ist eine warme Farbe. Da haben wir ein paar warme Rottöne, dann ist das ganze Thema hier Koralle mit unterschiedlichen Gelbtönen, mit Pink ist ein bisschen dabei, Apfel ist ein bisschen dabei und dann natürlich auch Rosa, Zitronengelb, dann wieder und ein bisschen die Grüntöne. Sind natürlich Farben, die passen für jeden Jahreszeitentyp, aber nicht jede Farbe passt wieder zu jedem Menschen. Und wenn ihr jetzt mal schaut, zum Beispiel, ich habe jetzt Hellblau an, ich bin ein kühler Typ, das Dunkelblau wäre auch schöne Farbe, aber das macht mich dann einfach zu kalt, ne? Und wenn ich das vielleicht nur so als kleines Highlight, als Tuch oder so tragen würde oder als Oberteil, ist schon aber was ganz anderes. Oder beim Rosa, ist auch eine sehr blasse Farbe, macht mich dann einfach auch blass. Also das ist total wichtig, dass man einmal wirklich einmal mal sein Farbkonzept kennt. So, das war's jetzt schon wieder mit den Tipps für heute. Ich verlinke mal noch den passenden Blogbeitrag dazu in dem Video und freue mich natürlich ganz klar, wenn ihr das Video teilt, wenn ihr das Video kommentiert, wenn ihr meinen Kanal abonniert, wenn ihr den weiterempfehlt und wenn ihr wieder reinschaut. Bis zum nächsten Video, eure Janine Katharina Pütsch.